Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Einstieg in die Welt des automatischen Tradings im MetaTrader. Das ist der Beginn einer neuen Webinarreihe bei FXFlat mit unserem Partner AlgoCamp. Ja, und der Geschäftsführer Herr David Warne ist heute zu Gast als Referent. Ich denke, er wird sich dann auch gleich selber vorstellen, aber von uns natürlich aus ein Willkommen und danke für die Zeit. Zunächst einmal ganz kurz ein paar Worte. Ich möchte noch unser Education-Paket kurz noch vorstellen für alle Demo-Kunden, die jetzt anwesend sind und natürlich dann auch später die Aufzeichnung sich anschauen. Haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie ein Live-Konto eröffnen, ein Education-Paket zu erhalten? Ich werde gleich den Link dazu in den Chat reinschreiben. Sie bekommen dann zu der Live-Kontoeröffnung Trading-Bücher geschenkt und haben die Möglichkeit, bei der Webinarreihe von Mario Lüdemann teilzunehmen und da entsprechend eine Gutschrift zu erhalten. Alle Bedingungen und was alles enthalten sind, finden Sie hier auf der Seite. Werde ich da gleich auch den Link hier reinkopieren. Und zusätzlich möchte ich natürlich auch die Seite von unserem Partner hier, AlgoCamp, bei uns auf der Webseite auch natürlich vorstellen unter Training unsere Partner. Und dann hier AlgoCamp, da finden Sie erste Informationen und natürlich auch Inhalt der Webinarreihe und auch die Termine. Auch diesen Link werde ich dann in den Chat reinstellen. Okay, dann werde ich jetzt auch direkt übergeben. Wollen wir nicht so viel Zeit verlieren. Spannendes Thema hatten wir jetzt in der Form bei FXFlat noch nicht so gehabt in Detail. EA, also Expert Advisor, Indikatoren, Skripte, alles, was man so mit dem MetaTrader und natürlich auch NinjaTrader programmieren kann. Aber dazu lasse ich dann den Experten was dazu sagen. Von daher schalte ich jetzt mal um. So. Ja, also das Bild ist zu sehen. Super, vielen Dank und auch von mir ein herzliches Hallo an alle Zuhörer und Zuschauer. Mein Name ist David Warney und wie angesprochen bin ich der Geschäftsführer von AlgoCamp, der relativ frische Partner von FXFlat. Und ich komme eigentlich genau aus dem Bereich, worüber wir heute reden. Hauptthema ist ja wie angesprochen automatische Handelssysteme. Was sind automatische Handelssysteme? Was können sie? Was können sie nicht? Was kann man damit anfangen? Und, und. Zu Beginn kurz zu meiner Person. Ich komme aus Berlin, bin aktuell 25 Jahre alt und habe in etwa die letzten 8,5 bis 9 Jahren in Berlin gearbeitet, in einer Trading-Firma, in einer der wenigen, die es in Berlin gibt oder überhaupt in Deutschland. Und was habe ich da so gemacht? Hauptaufgabe von mir waren halt Handelsstrategien zu entwickeln, Handelsstrategien zu optimieren, sie manuell zu handeln und letztendlich auch das, worüber wir heute reden wollen, das Ganze zu automatisieren. Ende letzten Jahres, 2015, habe ich dort aufgehört. Zeit wurde es langsam. Und dann hatte ich AlgoCamp gegründet im letzten Jahr, war die Firmengründung und Februar 2016 sind wir dann gestartet und auch recht schnell dann Partner geworden von FXFlat. Was ist das Ziel überhaupt von der ganzen Webinarreihe? So, also automatische Handelssysteme sind Deutschland und auch in anderen Ländern ein Thema, was noch recht neu wirkt. Es wird stiefmütterlich behandelt. Es ist so, dass das etwas, jeder kennt sie, jeder kennt automatische Handelssysteme, spätestens seit den Kinofilmen, die es über die Börse gibt, hat man so ein Bild vor Augen,
wie man irgendwo in seinem Büro sitzt und zum Computer irgendwas machen, wovon man keine Ahnung hat und irgendwann kommt der große Crash und das Geld ist weg. So sieht die Realität natürlich auch nicht aus. Und das andere Bild wiederum, was auch viele im Kopf haben, ist, dass man sich hinlegt, schläft den ganzen Tag und das System handelt halt vollautomatisch alleine und man muss halt nur dafür sorgen, dass das Konto nicht überfüllt. So ist es natürlich nicht. Deswegen die Webinarreihe, um so ein bisschen Licht in das dunkle Thema zu bringen. Und vielleicht oder hoffentlich gibt es dann die einen oder anderen, die danach dann sagen oder auch mittendrin schon sagen, hey, automatische Handelssysteme sind doch gar nicht so schlimm oder gar nicht so kompliziert wie gedacht und vielleicht kommt da das Interesse auf. Gucken wir uns mal die Agenda für heute an. Heute ist so das Einstiegswebinar in die ganze Geschichte. Wir würden erstmal anfangen mit dem Thema, was können überhaupt automatische Handelssysteme und was nicht. Da haben auch viele ein ganz falsches Bild von und eigentlich ein ganz interessanter Punkt auf jeden Fall, gefolgt von den großen Vor- und Nachteilen von automatischen Handelssystemen. Um beide Seiten so ein bisschen abzuhandeln, wofür sind sie wirklich geeignet, für wen sind sie geeignet, wann macht es Sinn und wann eher halt eher nicht. Dann nochmal ganz wichtig die Unterschiede als dritter Punkt. Was ist überhaupt ein Handelssystem für den MetaTrader? Was ist ein Indikator? Was ist ein Skript? Die Unterschiede dazu. Und der letzte Punkt ist eine ganz wichtige Frage, die sich wahrscheinlich auch viele stellen, ist, verdient ein Handelssystem speziell für den MetaTrader überhaupt langfristig Geld? Oder ist es einfach nur eine kurze Sache, die kurz mal Geld bringt, aber dann ganz schnell wieder ins Negative läuft? Okay, kommen wir zum ersten Punkt. Was können automatische Handelssysteme und was nicht? Beantworten die Frage erstmal so, was ist überhaupt ein automatisches Handelssystem? Ein automatisches Handelssystem ist im Grunde eigentlich nur ein Roboter, der genau das macht, was man ihm mal beigebracht hatte. Der Roboter hat keine Gefühle, er denkt nicht selbst nach, sondern ist extrem strikt und extrem diszipliniert. Das bedeutet, wenn wir ihm sagen, hey, wenn der DAX oder der Euro-Dollar über den 20er Durchschnitt ist, dann geh long. Wenn er runterfällt, gehst du short, stellst die Position glatt. Solche festen Definitionen arbeitet der Expert Advisor, also das Handelssystem, ab. Er hat, was auch bei der Definition immer sehr schwer ist, wenn also jetzt jemand ein Handelssystem haben möchte und hat vielleicht eine Strategie und sagt sich, hey, ich möchte nicht den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen. Ich will auch mal weg und die Strategie kann auch jemand anders übernehmen. Das lasse ich jetzt programmieren. Oft fällt dann genau in dieser Situation dem Trader auf, hey, die Strategie, die ist gar nicht so genau definiert. Denn spätestens dann, wenn die eigene Handelsstrategie als Handelssystem programmiert werden soll, dann müssen die Sachen zu 100% genau definiert sein. Da gibt es keinen, wenn der Kurs fällt. Da gibt es kein, was, wenn der Kurs steigt, sondern es muss genau definiert werden. Kurs steigt bedeutet das, Kurs fällt bedeutet das. Das ist nämlich genau das Problem von vielen Trading-Anfängern, dass sie oft sehr schwammig agieren am Markt. Das hat man halt hier beim Handelssystem nicht. Genau, Logik muss 100% definiert sein, hatten wir. Was kann ein automatisches Handelssystem? Ganz klar, es kann komplett alleine handeln. Das bedeutet, wir können es Montag früh, wenn der Währungsmarkt eröffnet, starten wir das System und es handelt durchgehend bis Freitagabend, bis die Börsen schließen durch. Man muss keine Order bestätigen, man muss keine PIN oder TAN angeben. Es läuft komplett durch. Was dafür natürlich nötig ist, irgendwo muss das Handelssystem nur noch laufen. Also wir können jetzt nicht das Handelssystem starten, Rechner ausmachen und dann am Freitag den Rechner wieder starten und dann fällt uns auf, hey, das lief gar nicht. Deswegen, der Rechner müsste da in dem Fall halt komplett an sein die ganze Zeit oder man lagert das Ganze auf einem Trading-Server, der halt 24 Stunden am Tag läuft. Deswegen darf man hier das auch nicht verwechseln.
Wer also momentan schon am Markt handelt, eine Strategie hat, die nicht profitabel ist und er möchte sie in ein Handelssystem umsetzen, dann darf man zum einen nicht zu viel erwarten. Das bedeutet, wenn ich jetzt schon eine Strategie habe, ich trade sie am Markt, ich bin nicht profitabel, obwohl ich mich zu hundertprozentig, und da müssen wir auch ehrlich zu uns sein, hundertprozentig genau das einhalte, was die Strategie besagt, dann können wir nicht erwarten, dass, wenn ich das als automatisches Handelssystem programmiere, dass das dann profitabel wird. Also zaubern kann ein Handelssystem nicht. Es macht wirklich nur das, was wir ihm sagen. Was aber ein großer Vorteil sein kann, wenn wir eine profitable Handelsstrategie haben, wo wir wissen, die macht wirklich Gewinn, sie ist langfristig profitabel, wenn wir uns an die Regeln halten und wir uns aber einfach nicht an die Regeln halten, weil wir halt nicht mental stark genug sind, dann ist es natürlich ein großer Vorteil, automatisiert ablaufen zu lassen. Das bedeutet, wir entwickeln das Handelssystem agiert genau so, wie es die Strategie sagt, die profitabel ist, und wir greifen nicht ein. Wir lassen das Tool machen, wir ändern keine Stops, wir werden nicht zittrig, wenn die Gewinne da sind oder verdoppeln im Verlust oder ähnliches. Dann ist es natürlich ein großer Vorteil. Aber ist die Strategie nicht profitabel, wird auch kein automatisches Handelssystem profitabel sein. Genau. Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Die Unterschiede wird, wie ich in der Vergangenheit gemerkt habe, oft immer ein bisschen durcheinander gebracht. So die Begrifflichkeiten Handelssystem, Indikator, Skript, Expert Advisor. Was sind da überhaupt die Unterschiede? Indikator, denke ich mal, kennen viele von uns. Ist, eine ganz schöne Definition, die ich dafür mal anwende, ist ein Indikator, ist eine Zusammenfassung der Vergangenheit. Wollen viele im ersten Moment nicht glauben, weil sie vielleicht der Meinung sind, sie haben so den heiligen Indikator gefunden, der die Signale liefert. In der Vergangenheit lief immer ganz toll und es ist der Impulsgeber überhaupt. Da sage ich den Leuten immer, hey, nein, das ist einfach nur eine angenehme Zusammenfassung von den letzten Kursen. Sprich, ich mache den Chart auf, ich sehe, okay, der Kurs ist gerade über dem 200er Durchschnitt, dann weiß ich sofort, okay, es geht gerade in etwa aufwärts. Oder ich gucke mal den ATR an, sehe auf einen Blick, okay, der Kurs war in den letzten X Candles, hat eine Schwankungsbreite gehabt von 20, 30, 40 Pips. Das sind so Angenehmlichkeiten, die wir uns aufbauen können, aber auch nicht mehr. Ein Indikator handelt nicht, sondern stellt wirklich nur eine Zahl dar. Unterschied wiederum zum Expert Advisor, so nennt man die Handelssysteme für den MetaTrader 4 oder für den MetaTrader 5. Das ist das eigentliche Handelssystem. Und vom Aufbau her darf man sich das in etwa so vorstellen, dass der Expert Advisor auch Indikatoren verwendet. Er kann auch Skripte verwenden, zu denen wir gleich noch kommen. Aber es ist das eigentliche Handelssystem. Es hat eine Logik, es weiß, wann es rein muss, unter welchen Marktbedingungen. Es weiß, wann es raus muss, unter welchen Marktbedingungen. Und es weiß, was es zu tun hat, wenn wir eine Position haben. Wann Stops nachgezogen werden sollen, wann die Position raus soll, wann irgendwelche Fehler verursacht werden. Es ist das eigentliche Handelssystem. Der dritte Punkt sind wiederum die Skripte. Bei dem Skript erfolgt auch kein aktives Handeln am Markt, sondern ein Skript im MetaTrader ist eigentlich nur eine Erleichterung oder ein gewisser Prozess, der durchgeführt wird per Klick. Das könnte zum Beispiel sein, im MetaTrader hätten wir zum Beispiel die Möglichkeit, einfach ein Skript uns zu programmieren oder anzuwenden, was alle Positionen auf einmal schließt. Viele kennen das vielleicht von uns. Wir haben gerade viele Positionen am Markt und wir wissen gleich, wird der Stecker gezogen oder gleich passiert was, gleich kommen Zahlen raus. Und wir haben vier, fünf Positionen am Markt und wollen die halt sofort schließen. Gibt ja zahlreiche Gründe dafür. Hätte man zum Beispiel die Möglichkeit, das kann ich auch mal kurz im MetaTrader zeigen. Das ist hier der aktuelle MetaTrader von FX Flat. Und hier links haben wir alle nochmal Skripte in der Übersicht. Also hier oben sind da die Konten, hat jeder seine Konten, gefolgt von den Indikatoren. Darunter dann die Expert Advisor und ganz unten sind
Und hier wäre dann zum Beispiel unser Skript, das alle Positionen sofort schließen sollte. Dann klicken wir einfach doppelt drauf, bestätigen es und es macht es. Als eine Möglichkeit. Es gibt natürlich zahlreiche Möglichkeiten, wo uns Skripte noch behilflich sein könnten. Das wären zum Beispiel, wenn wir gerade den aktuellen Chart einfach als Screenshot haben wollen, dann machen wir einen Doppelklick auf dem Skript. Oder wir möchten die Kurse, die wir gerade sehen, als CSV-Datei, als Excel-Datei runtergeladen haben. Dann können wir es mit einem Klick machen. Es ist einfach nur eine Erleichterung, kein aktives Handeln. Genau, also ein Indikator als Zusammenfassung ist die Zusammenfassung von den letzten Kursen. Ein Expert Advisor ist wiederum das aktive Handelssystem. Und ein Skript ist einfach nur ein Ablauf von gewissen Aufgaben. Und ein Expert Advisor wiederum hat Zugriff auf alles, auf Indikatoren und auf Skripte. Kommen wir nun zum spannenden Thema, die Vor- und Nachteile von den automatischen Handelssystemen. Klar, Vorteile wollen wir alle hören. Was sind die Vorteile? Das ist natürlich der 24-Stunden-Handel. Ein Handelssystem hat keine Emotionen, es wird nicht müde, es hat keinen Hunger, es will nicht bezahlt werden oder ähnliches, sondern es handelt einfach nur den ganzen Tag und macht das, was man ihm befiehlt. Das ist quasi so ein kleiner Trading-Sklave, den man sich legal auf der Festplatte hält. Der zweitgrößte oder eigentlich mit der größte Vorteil ist wirklich die Emotionslosigkeit und die Disziplin. Hatte ich vorhin zu Beginn auch schon angesprochen. Im Handelssystem ist es egal, ob wir gerade 100 Euro verloren haben oder ob wir gerade 2000 Euro unrealisiert im Gewinn sind. Es wird die Position nicht außerhalb von unseren Regeln schließen, sondern es geht wirklich nur strikt nach dem, was wir ihm einmal gesagt haben. Wenn die Logik also sagt, Positionen gehen wir zum Beispiel innerhalb des Tages ein, wenn zum Beispiel der Durchschnitt gekreuzt wird oder andere Regeln, und der Ausstieg ist um 19 Uhr. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, das ist einfach nur ein Beispiel. Und dann haben wir halt vielleicht schon 18 Uhr, haben um 12 Uhr Mittag die Position eingegangen und sind jetzt um 18 Uhr schon 5000 Euro vorne mit einer Position. Da würden natürlich viele dazu neigen, die Position sofort zu schließen, weil sie sich denken, okay, 5000 für das Volumen schon ganz ordentlich. Die eine Stunde muss ich jetzt nicht mehr mitmachen. Ich gehe raus mit der Position. Das Handelssystem, das kennt solche Gedanken gar nicht. Das hält die Position einfach noch bis 19 Uhr. Kann natürlich Vor- und Nachteile haben. Kann natürlich sein, dass in einer Stunde der Kurs noch in die falsche Richtung läuft. Es kann aber auch sein, worauf es langfristig hinausläuft, dass der Markt noch in unsere Richtung läuft. Wie ich auf den Gedanken komme, spreche ich gleich noch an bei dem Thema Backtest, was ich noch kurz anreißen werde. Nicht zu vergessen. Ja, Geschwindigkeit und Genauigkeit. Ein Handelssystem berechnet innerhalb von Millisekunden, ob wir jetzt handeln sollen oder nicht, und berechnet das auch möglichst genau. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei unserer Beispielstrategie bleiben, wir wollen den Euro-Dollar auf einfache Durchschnitte handeln. Auf Stunden-Candles einfach mal angenommen. Es ist jetzt 19 Uhr. So, es ist jetzt 19.05 Uhr. Wir gucken auf den Chart, sehen, okay, wir haben jetzt eine neue Stunden-Candle. Gucke ich mal rauf, war das Close oder das Open schon über dem Durchschnitt? Oh ja, sieht gut aus, fertig mal. So, in der Zeit sind schon Minuten vergangen. Es kann sein, dass der Markt schon in unsere Richtung gelaufen ist, obwohl wir nicht dabei sind. Das gibt es alles beim Handelssystem nicht. Das Handelssystem guckt auf die Millisekunde genau, eher so im Sekundenbereich beim MetaTrader, und macht es einfach. Es macht es ganz genau. Es guckt, auch wenn wir nur einen halben Punkt über dem Durchschnitt sind, dann geht es halt long. Genau. Backtest. Backtest ist so ein Begriff, den kennen, glaube ich, noch nicht so viele. Er war extrem wertvoll, was Handelsstrategien an sich angeht, auch für Handelsstrategien, die nicht automatisch gehandelt werden sollen. Aber ein Backtest ist ein Test der Strategie auf die Vergangenheit. Wir haben also eine Strategie fest definiert
und prüfen, wie die Strategie gelaufen wäre, wenn wir sie die letzten x Monate, Jahre, Jahrzehnte handeln ließen. Welchen Vorteil hat es? Wir haben einfach mehr Vertrauen in die Strategie. Wenn ich jetzt meine Beispielstrategie nehme, ich möchte den Euro-Dollar nur handeln, wenn er über dem 20er-Durchschnitt ist, dann mag das vielleicht jetzt funktionieren, es mag vielleicht noch eine Woche funktionieren, aber ich habe nicht die Gewissheit, ob das Ganze auch die nächsten 5 Jahre funktioniert. So, dafür nehme ich den Backtest. Kann ich auch nochmal kurz in dem MetaTrader zeigen. Wir haben hier oben MetaTrader, den Strategietester. Und mit diesem Strategietester haben wir halt die Möglichkeit, unsere Logik auf die Vergangenheit anzuwenden oder zu testen. So, wenn ich also die Strategie jetzt nehme, die ich eben erwähnt habe, teste sie einfach mal von 2010 bis 2016, also bis heute quasi durch, dann sehe ich ein Ergebnis. Ich sehe jeden einzelnen Trade, der gemacht wurde. Ich habe am Ende eine Auswertung im Bericht. Da kann ich gucken, wie groß war der größte Verlust, wie groß war der größte Gewinn, wie oft handelt er, was kam überhaupt vom Gewinn raus und so. So, mit diesen ganzen Kennzahlen habe ich natürlich viel, viel mehr Vertrauen in die Strategie. Wenn ich sofort sehe, auf einen Blick, okay, vor 10 Jahren hatte die Strategie mit 10.000 Euro angefangen, hätte ich sie live gehandelt, dann wäre ich heute bei minus 200.000 Euro, dann weiß ich sofort, okay, es war jetzt eine Woche Glück, dass die Strategie funktioniert hat. So, es führt einfach keinen Weg daran vorbei, an diesem Backtest, wenn man eine neue Strategie entwickelt. Wenn ich jetzt eine ganz neue Strategie habe, möchte einfach mal nach den ATR handeln oder nach den Mondphasen handeln oder was auch immer, dann brauche ich einmal die Bestätigung. Die kann ich natürlich so im Chart auch haben. Ich kann einfach, ja, ich sag mal, optisch wegtesten, indem ich mir einfach so die letzten Tage angucke. Aber es ist halt nichts Signifikantes. Ne? Es kann immer sein, dass einfach mal eine Phase war, wo es zufällig läuft, wo es zufällig gut läuft, aber ich brauche halt die Gewissheit, die langfristige Gewissheit. Aber wenn ich dann zum Beispiel eine Strategie habe, die dann Performance-Verlauf in etwa jetzt so aussieht wie diese hier, dann weiß ich, okay, die Strategie lief jetzt die letzten 6,5 Jahre ganz gut, also extrem profitabel. Guck mir die Kennzahlen an, ich weiß, okay, das Verhältnis vom Gewinn zum Verlust stimmt auch einigermaßen. Dann habe ich persönlich, und ich denke mal, das spreche ich für jeden Trader, das Vertrauen in die Strategie. So, und dann habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, okay, die Gewissheit reicht mir, ich handle das jetzt manuell im Chart, oder ich nutze das Ganze und lasse es weiterhin so strikt automatisiert laufen. Genau, Backtest ist der Test auf die Vergangenheit und das gleiche gibt es dann auch noch auf die Zukunft, für die Zukunft. Wenn ich also zum Beispiel ein Handelssystem programmiert habe, Backtest war abgeschlossen, sieht sehr gut aus, passt vom Risikoprofil zu mir und von meiner Anlagestrategie und von meinem Stil, dann sollte man es eigentlich nicht sofort live nehmen, sondern kann halt auch noch Live-Tests durchführen, indem ich sie zum Beispiel den MetaTrader nehme, logge mich auf ein Demokonto ein und dann wende ich die Strategie hier an und lasse sie einfach die nächsten paar Wochen laufen. Dann kann ich gucken, okay, live funktioniert sie wirklich so wie im Backtest. Ich habe mir keine Trades erschummelt. Es war nicht nur Glück, die Ausführungswahrscheinlichkeiten oder die Ausführungsqualität ist auch ausreichend. Ja, ich habe also zwei Bestätigungen am Ende. Die historische hat wunderbar funktioniert. Und nochmal die Verifikation, okay, Live-Trading auf dem Demokonto sieht genauso aus, wie wenn ich diesen Zeitraum backteste. Das sind zwei Punkte, die ich am Ende habe, die mir ein ziemlich großes Vertrauen noch schenken. Ja, Vorteile, eigentlich sehr groß, aber es gibt natürlich auch Nachteile bei dem Ganzen. Der größte Nachteil ist natürlich der ganze Zeitaufwand, die Programmierung, die Einarbeit. Ein Handelssystem ist an sich nicht innerhalb von Minuten, Stunden oder wenigen Tagen umgesetzt, sondern gerade für Leute, die nicht so viel mit Programmierung zu tun haben oder es generell schon eine Herausforderung ist, den Rechner so weit zu bedienen, dann ist es natürlich ein enorm großer Akt, sich in die Programmiersprache reinzulesen. Man muss viel lesen, viel rumprobieren, viel testen.
ist natürlich sehr schwer, wenn man etwas programmieren möchte, was mit dem eigenen Kapital handelt. Ich gehe davon aus, dass jeder, der einigermaßen technikaffin ist, es bestimmt hinbekommen würde, irgendwie einen Expert-Advisor, Indikator oder Skript zu programmieren. Allerdings spielt bei dieser Sache auch die Erfahrung eine große Rolle. Das habe ich auch so die letzten Jahre gemerkt. Gerade in unserem Unternehmen, wir können natürlich ganz schnell Programmierer finden, die sich eine Sprache anlesen und das dann umsetzen. Aber die Erfahrung, das sind Werte, die man leider nicht liest, die machen dann am Ende auch eine Menge aus. Deswegen, wenn also jetzt jemand die Idee hat, okay, ich finde das ganz interessant, ich lese mich jetzt in das Thema ein, kaufe mir ein Buch, lese mir ein paar Tutorials durch oder gucke mir ein paar YouTube-Videos an, dann ist es leider wirklich nicht schnell gemacht. Das braucht Zeit. Das braucht Zeit, man muss viel testen und früher oder später muss man auch mit seinem eigenen Kapital testen. Zweiter großer Vorteil, großer Nachteil ist so ein bisschen das Vertrauen. Gerade wenn man das erste Handelssystem überhaupt anwendet, dann ist es eine komische Sache. Wenn man vom Rechner weggeht und weiß, da läuft etwas zu Hause am Computer, was mit dem eigenen Geld hantieren kann. Also gerade ich hatte am Anfang immer so Wahnvorstellungen und dachte mir, oh, jetzt gehe ich ins Bett und bestimmt wird das Handelssystem jetzt in einer Endlosschleife den Euro-Dollar handeln. Und morgen ist das Konto platt und vielleicht noch mehr. Das ist eine ganz natürliche Angst, die man erst mit der Zeit ablegt. Das kennen vielleicht auch viele hier, die das erste Mal ein Handelssystem mal aktiviert haben. Man möchte trotzdem immer raufgucken, egal wo man gerade ist, unterwegs. In der Bahn, auf Arbeit, irgendwie startet man doch die App und guckt, na, macht es dann wirklich das, was es soll oder nicht, und ist das Konto noch da? Aber es ist eine Vertrauenssache. Ganz klar, wie bei so vielen Dingen. Auch bei neuen Strategien, die man sich aneignet, es fehlt einfach das Vertrauen. Genau, Vor- und Nachteile, so wird eigentlich ganz gut abgearbeitet. Kommen wir zu der spannenden Frage, verdient ein Expert-Advisor überhaupt langfristig Geld? Also die Frage kann ich definitiv mit einem Ja beantworten, sonst hätte ich nicht die letzten 8,5, 9 Jahre in einer Firma gearbeitet und davon gelebt, die halt nichts anderes macht, außer Handelssysteme zu programmieren und mit dem eigenen Geld zu betreiben und damit Geld zu verdienen. Ob das System langfristig Geld verdient, hängt im Grunde von 3 Punkten ab. Zum einen muss natürlich die Strategie stimmen. Habe ich keine Strategie, die Geld verdient, dann bringt es auch nichts, es zu automatisieren. Das hatte ich ja schon am Anfang kurz erwähnt. Zweiter Punkt ist natürlich das Technische. Wir brauchen also ein Handelssystem, das ordentlich und sauber programmiert wurde. Das heißt, ein System, was auch unter extremen Bedingungen noch profitabel ist oder gewisse Sicherheitsmechanismen eingebaut hat. Wenn wir uns mal zurückdenken, Euro-Dollar-Schock, Flash-Crash, Fukushima und was es noch so für Ereignisse gab, das waren immer Momente, wo viele Handelssysteme auch verrückt gespielt haben. Entweder weil sie es sollten und weil die Banken oder die Firmen das Kapital für hatten, oder aber, was leider sehr oft der Fall war, weil sie unsauber programmiert wurden. Also eine Logik könnte zum Beispiel aussehen, wenn er 5% fällt, dann kauf einfach und mach das immer alle 5%. Aber das geht halt nicht immer gut. So. Und solchen Situationen kommt es dann wieder auf die eben erwähnte Erfahrung bei der Programmierung an und auch auf die Qualität letztendlich. Wir machen es zum Beispiel so bei der Programmierung, und ich habe es auch so die letzten Jahre gemacht, das war auch zum Teil von den Risikovorgaben der Firma so vorgesehen, dass man halt immer Sicherheitsmechanismen einbaut, die für Extremfälle Alarm schlagen. Also prinzipiell muss ein Handelssystem nicht irgendwo in der Ecke zu Hause in der Kammer laufen, sondern es darf ruhig etwas kommunizieren mit uns. Und eine Möglichkeit hier wäre zum Beispiel zu sagen, okay,
Wenn das Handelssystem überdurchschnittlich viel handelt oder der Markt überdurchschnittlich viel sich bewegt, vielleicht das Zweifache von dem normalen, dann mache etwas. Im ersten Schritt informiere vielleicht den Trader, schreib eine E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht oder eine Push-Nachricht auf die MetaTrader-App für die Smartphones. Oder im zweiten Schritt ganz klar zu sagen, okay, wenn etwas nicht stimmt, liebes Handelssystem, dann geh lieber aus. Dann melde dich, schalte dich aus. Ist mir lieber, als wenn du in einer Endlosschleife oder alle 5% etwas kaufst, was nicht sein soll. Das sind die zwei Punkte. Dritter Punkt ist natürlich auch die Mentalität, die Disziplin von allem. Das Handelssystem wird schließlich von uns gestartet und auch beendet. Wir haben halt immer noch den Zug an der Maus oder den Finger an der Maus und können trotzdem noch eingreifen und das System kaputt machen. Wir haben momentan bei AlgoCamp auch die Erfahrung gemacht, viele Kunden von uns, die halt ein Handelssystem entwickelt haben wollen, also kommen entweder mit einer profitablen Strategie zu uns oder sagen, hey, ich habe nicht so die Idee, entwickelt mir mal bitte eine Strategie. Dann kriegen sie das auch, kriegen also eine profitable Strategie, die im Backtest, im Live-Trading erfolgreich waren. Aber dann scheitert es einfach nur daran, weil sie ganz falsche Erwartungen dran haben. Einfach nur mal ein Praxisbeispiel zu nehmen. Wir hatten vor kurzem jemand, der hatte ein Handelssystem gekauft für Summe X, hat es eine Woche laufen lassen und hatte innerhalb der einen Woche schon die Entwicklungskosten 1,5-fach verdient. Und nach einer Woche kam dann die E-Mail, hey, das Handelssystem verdient ja gar kein Geld. Nach 1,5 Wochen das Geld wieder drin zu haben, ist schon eine gute Leistung. Ja. Und nach 2 Wochen hat es dann einen kleinen Verlust gemacht, was natürlich total normal ist. Jede Strategie verliert auch mal etwas, aber unterm Strich immer noch ein Gewinn war und hatte dann das Handelssystem ausgemacht. Was ist passiert? Das, was passieren muss, in den 2 Wochen darauf hat das System weiterhin gut verdient, weil es war ein stabiles System. Aber die Person hat kein Geld daran verdient, weil sie doch wieder eingegriffen hat. Also wenn die drei Punkte nicht stimmen, wenn die Strategie nicht stimmt, die technische Umsetzung nicht stimmt und wenn man selbst nicht gedrillt darauf ist oder noch nicht stark genug ist, dann wird ein Handelssystem natürlich kein Geld verdienen. Also auch kein automatisches Handelssystem und natürlich auch kein manuelles Handelssystem. Wenn es allerdings soweit erfolgreich ist und alle drei Punkte stimmen, dann lässt sich durchaus Geld damit verdienen. Und es ist an sich kein Hexenwerk. Das ist ein Thema, was halt sehr, sehr speziell ist. Es gibt wenig Literatur dazu. Man kennt nicht viele Trader, die dazu Webinare geben oder sich oder davon erzählen, dass sie zu Hause kleine Roboter haben, die handeln. Das gibt es nicht. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass es verdient. Ganz im Gegenteil. Die Systeme handeln, sie verdienen Geld. Und das ist so die Kernaussage, die ich eigentlich bei dem Webinar oder bei der ganzen Webinarreihe auch allen Tradern soweit mitgeben möchte, dass es funktioniert, auf jeden Fall. Genau, soweit haben wir jetzt erstmal alle Punkte durch. Ich schaue nochmal auf die Agenda. Das haben wir auch. Ich kann in diesem Zuge nochmal kurz auf den Backtest ansprechen, weil der eigentlich ganz interessant war. Nochmal kurz genauer in den MetaTrader reingehen. Also den Strategietester, den öffnen wir hier oben. Der ist standardmäßig mit dabei im MetaTrader. So, mache ich das mal kurz größer. Im Nochmal zu den Kennzahlen. Übrigen hat sich schon der Da. erste Teilnehmer gemeldet, der das profitable System gerne nehmen würde. Ja, so schnell geht's. Ja. Ja, nochmal kurz auf die Kennzahlen. Genau, wir haben ein Handelssystem, haben noch kein Vertrauen daran und wissen natürlich nicht, funktioniert es. Und ganz wichtig, eine Frage, die auch viele stellen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie lange funktioniert es dann? Wie lange funktioniert eine Strategie, die programmiert ist?
Und wann erkenne ich, wann die Strategie nicht mehr funktioniert? Ist eine ganz interessante Frage und die Antwort ist nicht so einfach. Wir empfehlen unseren Kunden immer oder auch privaten Tradern, mit denen ich rede, immer den Backtest als Indikator anzuwenden auf die Zukunft. Ich nehme jetzt einfach mal die heiß beliebte Strategie von hier. Wir hatten ja den Test durchgeführt. Der lief von Januar 2010 bis April 2016. Und ich sehe hier bei den ganzen Kennzahlen und mal kurz gucken. Genau, also wir haben hier einen maximalen Rückgang, also ist der Drawdown, maximalen Rückgang von 16,48%. Ich weiß also, in den letzten 6 Jahren hatten wir so einige Marktphasen, haben vieles durchgemacht und haben unterm Schnitt und einer Anzahl von 560 Trades hatten wir 17% Drawdown erlitten. Es ist human. Es ist nicht viel, es ist eigentlich ganz gesund. So, was fange ich mit der Zahl an? Ich könnte natürlich, was wir halt immer empfehlen, einfach mal diese Zahl im Kopf haben. Wenn ich also das System starte, egal welches System, es muss jetzt nicht dieses sein, es kann ein anderes sein, es kann auch ein manuelles System sein, dann gehe ich immer davon aus und mache auch mein Volumen daran fest, dass ich diesen Drawdown erleiden muss. Also wenn ich das Handelssystem starte, darf ich nicht sagen, oh, wir haben jetzt 15% verloren, ich mache das mal lieber aus. Weil in der Vergangenheit haben wir diese 15 oder diese 16% auch schon erlitten. Und diese 16% können hier gewesen sein, sie können hier gewesen sein oder hier gewesen sein oder hier gewesen sein. Wir sehen immer, was darauf folgt. Und wenn wir diese Phasen nicht aussitzen können und nicht stark genug sind in der Zeit, ist es natürlich sehr schwer. Was nicht bedeuten soll, das Handelssystem auch noch laufen lassen sollen, wenn es jetzt 80, 90% verloren hat. Wir sollen halt immer diese Zahl aus der Vergangenheit anwenden und in der Zukunft beobachten. Das bedeutet, nehmen wir an, wir sind jetzt hier in etwa, wo die Maus ist. Wir erleiden jetzt hier, wir gehen jetzt hier runter und erleiden einen Drawdown von, sind jetzt hier bei 15, 16, 17, 18%. Dann muss man natürlich schauen, was los ist. Da gibt's viele, viele, viele Sachen, die man machen kann. Man kann etwa sagen, okay, ich schalte das System jetzt einfach live ab. Es ist überdurchschnittlich schlecht. Es ist schlechter als in der Vergangenheit. Ich mache es aus. Ich lasse es vielleicht auf dem Demokonto weiterhin laufen und gucke mir an, wie es performt. Oder was ein bisschen Arbeit benötigt, ist, ich schaue mir einfach an, wieso das so passiert ist. Also es muss ja ein Ereignis sein oder eine Marktbewegung, ein Verhältnis am Markt sein, was nicht in den letzten 6, 7 Jahren aufgetreten ist. Und dann ist der Punkt, wo man aus seinem Bettchen aufstehen muss und dann doch mal arbeiten muss und halt nachschauen muss. Aber Kernaussage von dem Ganzen ist einfach, dass wir in etwa wissen, was uns erwartet. Ich weiß, wir haben hier 16, 17%. Es gibt auch andere Systeme, wir haben vielleicht 30, 40%. Kommt immer ganz auf den Profit an, muss man selbst für sich entscheiden. Aber ich kann halt hieran mein Volumen festmachen. Wenn ich also weiß, ich investiere 1000 Euro, da wären 16% 160 Euro. Kann ich das verkraften? Ja, nein. Ja, dann lasse ich das mit dem Volumen laufen. Nein, nehme ich vielleicht das halbe Volumen. Dann habe ich nur die Hälfte vom Drawdown. Genau. Nochmal zum Backtest. Ja, sonst bin ich erstmal soweit durch. Ja, vielleicht können wir die eine oder andere Frage mal kurz auch im Chat mal beantworten, wenn es geht. Und zwar hier Ja, sehr gerne. ist eine spannende Frage. Ich weiß nicht, kannst du ja mal sagen, ob du da schon Erfahrungswerte hast. Und zwar bestehen wesentliche Unterschiede in Bezug auf Zuverlässigkeit und Machbarkeit zwischen MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Der MetaTrader 4 hat die Programmiersprache MQL 4 und der MetaTrader 5 dementsprechend MQL 5. Für den Programmierer her ist es ein großer Unterschied. MetaTrader 4 ist da schon relativ alt.
dafür auch relativ stabil inzwischen und ist noch vom technischen Know-how ziemlich alt. Also mit der modernen Programmierung, was App-Entwicklung, Java-Programmierung angeht, noch ziemlich steinzeitmäßig, sage ich mal. Aber dennoch funktioniert es. Man muss sich einfach nur gedanklich darauf einstellen, dann geht es. Bei MetaTrader 5 und somit mit MQL 5 hat man weitere Möglichkeiten. Man ist bei MQL 4 sowie auch bei MQL 5 ist man in so einem, ich sag mal, in so einem Raum gesperrt, wo man Funktionen hat, die man nutzen kann. Und der Raum bei MQL 5 ist etwas größer. Man hat da ein paar mehr Funktionen, man kann auch ein bisschen mehr mit dem Chart machen, im Chart automatisch zeichnen. Aber beides ist auf jeden Fall stabil. Also sowohl MQL 4 als auch MQL 5 gibt es von der Stabilität her gar keine Probleme. Großer Vorteil bei MQL 5 ist einfach die Zeit, die dahinter steckt. Man findet dazu auch unendlich viele gratis Skripte zum Beispiel oder Indikatoren oder ein paar Test-Expert-Advisor. Beim MQL 4, also im MetaTrader 5 auch, allerdings noch nicht ganz so viele. Habt ihr da schon Pläne auch für MetaTrader 5 entsprechend Systeme anzubieten? Genau, das haben wir auf jeden Fall in der Pipeline, dass wir die Systeme, die wir momentan haben, auch auf MQL 5 übersetzen und auch die neuen Systeme weiterhin für beide entwickeln. Problem ist allerdings, dass der MetaTrader 5 immer noch nicht so extrem verbreitet ist. Also bei uns sind es momentan, ich würde mal sagen, 95% der Kunden, die ein MetaTrader-System haben wollen, entwickeln oder haben halt noch den MetaTrader 4. Und nur eine ganz kleine Zahl hat leider den MetaTrader 5, weil ganz viele Broker den noch gar nicht anbieten. Ja, das stimmt. Aber ich denke auch, dass MetaTrader 5 doch schneller ein Thema wird in nächster Zeit, als doch von vielen gedacht. Man sehe den Entwicklungsstand zurzeit. Also die sind da schon recht zügig im Moment. Und genau. Ja, ich denke mal Ende des Jahres oder nächstes Jahr wird dann doch recht aktuell sein. Ich denke mal auch, wenn es erstmal losrollt, dann werden ganz schnell alle mitziehen, weil es halt eine interessante Sache ist. Ja. Nächste Frage. Lassen Sie die EAs bzw. den EA auf VPS laufen, also Virtual Private Server. Genau, unbedingt. Man kann natürlich auch zu Hause den Rechner anlassen. Man sollte ihn dann durchgehend anlassen. Allerdings ist es in der Realität nicht möglich, ein Handelssystem zu Hause wirklich durchlaufen zu lassen. Hat mehrere Gründe. Zum einen starten wir das System zu Hause auch mal neu, weil wir vielleicht Updates installieren oder wir installieren irgendein anderes Programm und müssen den Rechner neu starten. Der Strom fällt aus, wir müssen Hardware wechseln, der Stecker wird gezogen, weil der Sauger rein muss. Es gibt so viele Gründe. Gerade bei Notebooks, man klappt es zu, es läuft nicht mehr. Deswegen machen wir es intern und wir vermieten es auch für unsere Kunden. Wir lassen die Systeme nur auf Server laufen. Hat ganz viele Vorteile. Also die Kosten dafür sind relativ gering. Hat aber den Vorteil, dass die Handelssysteme auf einem Server laufen, die halt wirklich in einer professionellen Umgebung sind. Das heißt, selbst wenn dort mal der Strom in der Umgebung ausfällt, da sind ausreichend Batterien da, damit der Server eine Woche lang ohne Strom läuft. Es sind mehrere Verbindungen zum Internet vorhanden. Die Räume haben keinen Sauerstoff, sodass es dort nicht brennen kann. Wenn was mit der Hardware ist, dann wird es recht schnell ausgetauscht. Deswegen, wenn man es wirklich professionell angehen muss, dann sollte man es unbedingt auf dem VPS laufen lassen. Dann gab es noch eine Frage eben zu dem Backtest bzw. Drawdown. Wenn ich das halbe Volumen nehme, dann brauche ich die doppelte Zeit, um aus der Verlustzone zu kommen, oder? Prinzipiell ja. Das mit dem halben Volumen war nicht gemeint, wenn ich den Drawdown erreicht habe. Also klar, wenn ich jetzt bei 1000 Euro bleibe, ich habe einen Drawdown von 16%, dann sind 160 Euro weg. Dann meinte ich nicht, soll ich das Volumen verringern, sondern ich sollte im Vorfeld das Volumen verringern. Wenn ich also weiß, mein System hat den Drawdown von 16% und ich werde selbst
zittrig und kann nicht ruhig schlafen und mir tut es weh, wenn ich 160 Euro verliere, dann sollte ich im Vorfeld schon sagen, ich nehme lieber das halbe Volumen und habe dann halt nur einen Drawdown von 8% und verliere dann auch nur 80 Euro. Das war damit gemeint. Okay, ja, jetzt langsam kommen die ganzen Fragen rein. Finde ich gut, dass man doch aktiv wird. Haben Sie einen EA auf MyFXBook im Forward-Test laufen? Also live im Live-Trading? Ja, nein, haben wir nicht. Unsere Handelssysteme laufen auf unseren VPS, auf unseren Demokonten. Die Verbindung zu den MyFXBook-Seiten und FX Blue, die sind noch nicht da. Ist auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Nur kamen wir aus zeitlichen Gründen noch gar nicht dazu. Ja, es ist halt eine Sache, die extrem großes Vertrauen schafft für die Kunden auf jeden Fall. Deswegen verstehe ich die Frage dann schon, aber momentan wirklich nur aus Zeitgründen noch nicht aktiviert worden. Okay, dann nächste Frage. Backtests laufen recht lange. Gibt es eine Möglichkeit, die Zeit zu verkürzen? Ja, gibt es auf jeden Fall. Ein Backtest ist natürlich innerhalb von ja, Sekunden, eine Minute abgeschlossen. Wenn ich allerdings ein Handelssystem habe, was die letzten 20 Jahre sich anguckt und auf Minutencandles guckt, dann braucht der Backtest einfach lange. Wie kann ich ihn beschleunigen? Als Endanwender ist es natürlich ganz hilfreich, einen relativ starken Rechner zu haben. Oder ich hole mir ein VPS, wo ich den MetaTrader installiere und es durchführe. Aus der Sicht des Programmierers gibt es viele Möglichkeiten, sind recht komplex. Ja, nur kurz angeschnitten. Ich habe halt die Möglichkeit beim Backtest immer nur in gewissen Phasen tiefer in den Markt reinzugucken. Das bedeutet, wenn ich also zum Beispiel Entry-Signale auf Stunden-Candles generiere und den Exit auf Minuten-Candles, dann müsste man prinzipiell beim MetaTrader den Backtest auf Minuten-Candles starten. Wir machen es so und auch als Empfehlung wäre dafür, dass man den Backtest auf 15 Minuten laufen lässt oder auf Stunden laufen lässt und immer nur dann anguckt, wenn man sie wirklich braucht. Sprich, ich habe keine Position, ich gucke mir die Stunden-Candles an, generiere mein Signal, habe eine Position und gucke erst dann tiefer in die Candles rein. Das ist ein Punkt, mit dem man enorm viel Zeit spart, allerdings von der Programmierung her auch recht aufwendig. Okay, dann nächste Frage. Ich habe mal gelesen, dass im MetaTrader 5 bei einer eingegangenen Long-Position keine zweite Short-Position eingegangen werden kann. Im MetaTrader 4 soll das aber gehen. Stimmt das so? Dann wäre der MetaTrader 4 ja besser. Vielleicht kann ich das mal kurz beantworten, weil das auch recht aktuell ist. MetaTrader 5 hat heute eine neue Version rausgebracht, wo tatsächlich beide Systeme serverbedingt laufen können. Heißt Netting Trading System, also tatsächlich ohne Hedging Mode und entsprechend dann Hedging Mode, also wo man auch gleichzeitig verschiedene Positionen im Markt haben kann. Von daher stimmt jetzt nicht mehr so. Tatsächlich kann man im MetaTrader 5 ab heute mit der neuen Version auch jetzt hedgen. Perfekt. Na? Dann eine Frage zu eurem System. Kann ich den FX Lunch testen vor dem Kauf? Nein. Das Problem ist halt einfach, dass es viele, viele böse Tools gibt, mit denen man sich quasi den EA, den wir jetzt irgendwie zur Verfügung stellen würden, dass man ihn ja quasi, ich sag mal, hackt oder crackt, damit er für einen funktioniert, dass man Einblick hat und. Wir sind aber trotzdem relativ offen, was es angeht. Also wenn jemand Interesse an dem System hat und sagt, ah, ich möchte mal den Backtest sehen, ich möchte die Daten haben oder ich möchte den mal eine Woche beobachten, dann würden wir halt zum Beispiel einen TeamViewer-Zugang bereitstellen, damit man sich auf dem VPS von uns verbinden kann. Man kann zuschauen, wie er die Woche gehandelt hat. Man kann selbst die Backtests durchführen und einfach mal schauen, ob das alles stimmt oder ob das nur mit Excel geschönert wurde oder ob da die Zahlen manipuliert wurden. Solche Tests können wir halt anbieten, aber wir können den FX-Land leider nicht so komplett rausgeben.
Gut, und wer natürlich da weiter Interesse hat, kann sich ja bei dir direkt melden. Ich denke mal, die Genau. Kontaktdaten auf der Webseite, ne? Und Genau, ansonsten. entweder auf ivocamp.de oder genau, einfach auf die Seite von FXFlat und sich dann durchklicken bis zu ivocamp. Ja. So, eine Frage noch. Wenn Sie ein profitables System haben, warum nutzen Sie das nicht einfach? Ist immer eine beliebte Frage, ne? Weil warum muss man was verkaufen, wenn man was Profitables hat? Genau, die Frage ist ganz interessant. Warum verkauft man Handelssysteme, die profitabel sind? Warum gibt man Seminare, wenn man profitabel handelt? Und warum schreibt man Bücher, wenn man profitabel handelt? prinzipiell die Fragen ja, warum gibt man überhaupt Seminare oder Webinare oder verkauft Bücher? Gibt viele Gründe. Klar, zum Teil ist man möchte mit der Zeit einfach auch mal wieder Kontakt haben. Ne? Ich meine, als Trader kennen das vielleicht viele von uns, die sitzen zu Hause in ihrer Kämmerchen, handeln jeden Tag im Schlafanzug vor dem Rechner. Irgendwann möchte man auch mal den Kontakt zu Tradern haben. Das ist ja total natürlich. Und in Anlegung darauf, wieso wir Handelssysteme verkaufen. Wir nutzen Handelssysteme selbst auch. Wir nutzen ganz viele Handelssysteme. Wir haben ein großes Portfolio an Handelssystemen für uns privat, für unsere Angestellten, aber auch für das Geschäftskonto. Einfach ein zweites Standbein, was wir uns damit aufbauen. Das sind wir ganz, ganz offen. Wir leben soweit vom Trading und auch von den automatischen Handelssystemen. Aber es ist natürlich unterm Strich eine volatile Sache. Und wenn man an die Zukunft denkt, möchte man halt auch weitere Standbeine haben. Und aus diesem Grund verkaufen wir die Handelssysteme. Der eine Grund. Und zweiter Grund ist einfach, dass wir es uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, die in Deutschland das Thema automatische Handelssysteme so ein bisschen zu öffnen, transparenter zu machen und diesen schwarzen, grauen Markt ein bisschen zur Seite zu schieben. Und deswegen verkaufen wir halt Handelssysteme, die profitabel sind, weil wir wissen, auch wenn 1000 Leute sie nutzen, es funktioniert trotzdem noch bei uns. Und weil wir einfach wissen, dass wir damit den Leuten halt auch den Start in das Trading ermöglichen. Wenn sie erstmal sehen, dass es funktioniert, dass es profitabel ist, dass sie sich noch weiter mit dem Thema beschäftigen. Gut, dann dazu direkt die Frage, kann man bei AlgoCamp auch noch andere Produkte außer das gezeigte System kaufen? Aber ich denke, hast du gerade mit dem Portfolio auch Genau. beantwortet, ne? Genau. Also genau, Hauptaufgabe von uns oder Haupttätigkeit ist, dass wir auf Wunsch Handelssysteme entwickeln. Wer also eine Idee hat oder eine fest definierte Handelsstrategie, der kommt zu uns, sagt sie, wir programmieren eben die, wir führen den Backtest durch und und. Oder zweite Möglichkeit ist, dass man uns anschreibt und sagt, hey, ich will unbedingt den Euro-Dollar handeln auf Stundencharts, aber ich habe da einfach keine profitable Strategie, dass wir dann beides übernehmen. Also die Strategieentwicklung, Definition und die Umsetzung. Gut, es ist noch eine Frage offen geblieben, eine praktische Frage tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie groß da der Aufwand ist. Für ein paar Minuten hätten wir noch. Und zwar wurde hier gefragt, wie kann ich in MQL den Preis zu einer bestimmten Zeit auslesen? Zum Beispiel Instrument gestern 16:30 Uhr. Vielleicht, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie da der Aufwand ist, aber vielleicht könntest du kurz mal zeigen. Am besten mich einfach mal anschreiben, dann kann ich eine kleine E-Mail zu schreiben, wo ich das genau erläutere. Es funktioniert auf jeden Fall, ist jetzt nur nicht so einfach zu erklären. Aber mich einfach anschreiben über das Kontaktformular, dann schreibe ich da ein paar Zeilen zu in der E-Mail. Ja, wenn du das dann tatsächlich gemacht hast, eventuell im nächsten Webinar einfach mal kurz zeigen, dann das Resultat, damit man da so einen kleinen Einblick hat. Genau, perfekt, dann kann man sich das nochmal angucken, genau. Ja, prima. Ja, haben Sie noch Fragen? Also noch haben Sie ein paar Minuten? Wenn da jetzt keine weiteren Fragen kommen, scheint nicht. So, ja, doch, eine Frage noch. Obwohl doch, das wurde beantwortet bezüglich andere Produkte bei AlgoCamp. Da haben wir jetzt gerade vor ein paar Minuten beantwortet. Ja, ansonsten kommen jetzt keine weiteren Fragen rein. Wenn Sie noch Fragen haben, dann melden Sie sich bei uns bei FXFlat Service Team oder direkt bei AlgoCamp. Da kriegen Sie auf jeden Fall eine Antwort.
Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, David, für das Ja, sehr Webinar gerne. heute. Danke auch. War sehr interessant. Vergessen Sie nicht, sich für das nächste Webinar anzumelden. Die Links, den Anmeldelink gibt es bei uns auf der Webseite. Und das wird am 30.05. sein, also immer der letzte Montag im Monat. Ja, ansonsten vielen Dank nochmal. Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei Ja. den Teilnehmern auch für die Teilnahme und dass sie da ihre Zeit hier verbracht haben. Und ja, David, du hast das letzte Wort. Ja, von mir auch. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Es macht mir immer wieder Spaß, über das Thema Handelssysteme und Co. Zu reden und zu unterrichten. Und ja, wie du schon erwähnt hattest, wenn noch Fragen sind, einfach Fragen stellen, per E-Mail anschreiben und beim nächsten Mal haben wir auch noch ein paar Gelegenheiten, um noch weitere Fragen zu klären. Perfekt. Dann wünsche ich allen nochmal einen schönen Abend. Bis demnächst. Wünsche ich auch. Tschüss.